öffnen wir dieses Bild in Snapseed und dann fangen wir mit der Grundbearbeitung an. Das heißt, wir gehen erstmal die Feineinstellungen, Helligkeit minimal raufsetzen. Als nächstes kommt der Kontrast, den kann man ein bisschen erhöhen, nachher für die Wolken. Sättigung eigentlich ist schon ziemlich hoch gesättigt, das Ganze. Runter wird es ein bisschen zu flau. Entweder lassen wir es bei 0 oder wir erhöhen ganz leicht. Ambiente würde jetzt, wenn wir es nach rechts ziehen, die Wolken etwas ausbleichen, beziehungsweise die Schwachsanteile erhöhen. Nach links wird es noch flauer, also erhöhen wir hier ein bisschen mehr. Dann schauen wir Spitzlichter, nehmen wir ein bisschen runter, dadurch kommen die Strukturen der Wolken noch besser raus. Schatten, ganz klein bisschen die Schatten vertiefen oder aufhellen, aber aufhellen, dann verlieren wir die Struktur in den Wolken. Also nehmen wir die Schatten etwas härter rein. Wärme, naja, dann wird es ein bisschen extrem golden. Das wird mir persönlich ein bisschen zu kühl, aber es gibt Leute, die das lieber im kühleren Bereich haben. Ich mag lieber immer etwas in die Gelbtöne reingehen. Nehmen wir immer bis auf 5 hoch. 5. Bestätigen das. Dann schauen wir mal weiter und gehen auf die Details. Im Bereich der Grünpflanzen, der Bäume sind die Details eigentlich gut genug. Die Struktur erhöhen wir jetzt hauptsächlich oben im Bereich der Wolken. Ganz ein bisschen nachschärfen. Bestätigen das und dann gehen wir auf das Symbol bearbeiten zurück, Änderungen ansehen und dann öffnen wir die Details und sagen okay, Bearbeitung der vorangegangenen Sache. Hier sind die Wolken oben etwas dunkler, allerdings zieht auch der ganze Rest mit. Also nehmen wir den Rest raus, sagen Details 100% aktivieren, die Sichtbarkeit der bearbeiteten Fläche und schon wird es hier oben rot. Und jetzt können wir die Struktur der Wolken ein bisschen verstärken, wo so ein bisschen in die Bäume reinkommen. Ist das nicht so wild, allerdings können wir durch einen Doppeltap auch etwas ins Bild hineinzoomen. Wir können ein bisschen besser um die Punkte rumarbeiten. Aber wir sind so weit weg, dass wir problemlos so arbeiten können. Jetzt verändert sich das restliche Bild nicht, sondern nur oben in den Wolken ist eine leichte Veränderung sichtbar. Dann bestätigen wir die Bearbeitung und gehen wieder auf den normalen Bildschirm zurück. Dann müssen wir mal gucken, dass wir jetzt das Ganze ein ganz klein wenig anpassen. Ja, noch einmal in die Pinsel rein. Die Belichtung noch was runtersetzen. Oben für den Himmel. Ja, das sieht eindeutig besser aus. Kontrolle. Ja, viel mehr Himmel würde ich nicht machen, weil sonst würde es doch, glaube ich, zu krass aussehen. Ja, das dunkelt einfach zu sehr ab. Also bleiben wir bei 0,3. Ich denke, das ist vollkommen ausreichend, um die Strukturen im Himmel
gut sichtbar zu machen. Dann auch bearbeiten drauf. Belichtung ist in Ordnung. Jetzt möchte ich einen Link aufhellen und zwar den spiegelnden Bereich im Teich. Das heißt, auch hier fangen wir an. Ich mache mal das Rot an, dass man sehen kann, wo ich im Groben bearbeite. So. Das ist genau die Wolkenspiegelung im Wasser. Ein bisschen verstärkt werden. Der Effekt ist nicht riesig, aber ich finde immer, wenn man die Effekte zu stark durchdrückt mit aller Gewalt, dann wird das Bild hinterher nur noch künstlich und das macht dann auch keinen Spaß mehr. Das kontrollieren wir mal. Die Wolken werden dunkler, die Wasseroberfläche unten wird heller. Wir ändern nochmal die Belichtung ein wenig um und gehen nochmal mit minus 3. Ich möchte ganz gern mehr den Blick auf die Weite richten als auf das Gestrüpp ganz vorne an der Kamera. Also gehen wir hier nochmal drüber. Ich mache nochmal an. Da sieht man, dass der Vordergrund jetzt auch so ein bisschen rot wird. Aufpassen, dass wir nicht zu sehr ans Wasser geraten, was wir gerade eben extra aufgehellt haben. So, den hohen Baum noch, den hinteren Bereich lassen wir wie er ist. So, dann gucken wir mal. Ja, so sind die Veränderungen in Ordnung. Das Wasser wird heller, der Rest wird etwas dunkler. Ich denke, so können wir es erstmal lassen. So, jetzt haben wir schon ein schönes, knackiges Bild. Der Vordergrund ist mir eigentlich noch etwas zu scharf, um so ein bisschen was, ein Glow da reinzubringen. Gehen wir jetzt mal auf Glamour Glow. Das ist dieser schöne Diamant. Stufe 3 ist nicht verkehrt. Allerdings haben wir jetzt natürlich auch oben in den Wolken jede Menge Struktur verloren, die ich aber ja vorher extra reingebracht habe. Also gehen wir wieder auf Bearbeiten zurück. Änderungen ansehen. Glamour Glow. So, jetzt sind die Bearbeitungen erst wieder weg. Jetzt machen wir mal überall den Glow drauf und dann sehen wir auch, welchen Effekt das Ganze gehabt hat. Allerdings, wie gesagt, sind die Wolken oben jetzt nahezu ohne Struktur. Aber die Struktur gerade in den Wolken, finde ich persönlich, ist noch das Spannendste. Jetzt mache ich mal das rote Auge ein. So, jetzt sieht man, wo überall bearbeitet ist. Nämlich das ganze Bild ist mit diesem Glow überzogen. Aber gerade in den Wolken möchte ich den nicht so stark haben. Und nehmen wir mal nur 25%. Und dann machen wir da mal vorsichtig rein und nehmen den Glow da wieder raus. Bisschen vorsichtig arbeiten. Gegebenenfalls beim Doppeltap nochmal rein. Lieber bei den Wolken ein bisschen Struktur verlieren, als zu sehr in die Bäume zu geraten mit der Bearbeitung. Weil dann würde nachher ein unschöner Rand entstehen, gerade jetzt hier unten im mittleren linken Bereich. Habe ich jetzt auch in die Bäume zu weit freigelegt. Das würde nachher einen ganz komischen Rand ergeben. Also, da jetzt ja die Bäume so ein bisschen eindudeln mit Rot. Das kontrollieren wir nochmal über vorher, nachher. Ja, so gefällt mir die Bearbeitung schon viel besser. Die Wolken sind sichtbar, der Rest hat einen schönen Glow drauf bekommen. Ich denke, so kann man das Bild lassen. Gehen zurück und sagen fertig. Das Bild wird jetzt abgespeichert in einem separaten Snapseed-Ordner.
Das war das Vorherbild. Und das ist die bearbeitete Version. Ja, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus dem Video und freue mich, wenn es euch weiterhilft. Bis zum nächsten Mal.